Willkommen zurück auf dem Frachter bei einer weiteren Runde im Mossrum. Vielleicht entkommen wir diesmal. Es war letztes Mal ja wieder so knapp. Wir hatten alles, haben das U-Boot einfach nicht gefunden. Wir hatten das Licht für das U-Boot gefunden, sind nach unten gerannt und haben einfach den Raum vom U-Boot nicht gefunden. Weil er, glaube ich, auf dem anderen Bereich des Schiffes war. Wir hatten nochmal nach oben. Wir wollten ja auch gerade nach oben, dann nach hinten, dann wieder runter zum U-Boot. Aber dann war dieser verdammte Geist einfach auf der Treppe, ey. Es ist einfach nicht fair. Okay, mal gucken. Vielleicht haben wir diesmal das dritte Monster. Eine Fuse ist eh immer schon mal gut. Ne? Da kann man nichts gegen einwenden. Mal sehen. Und ihr habt mir gesagt, man kann tatsächlich die Monster abwehren. Mit dem Feuerlöscher oder mit der Taschenlampe oder... Gott. Das gefällt mir nicht gut. Das Geräusch hier in die Treppen, genau. Man kann das Monster abwehren oder man kann es anzünden. Oh, das Licht flackert. Das kann ja nicht sein, dass jetzt hier schon das Monster kommt. Ach, mal ganz im Ernst jetzt. Wir haben, dass der Geist jetzt kommt. Wir haben noch nicht mal einen Raum hier irgendwie angeguckt. Das geht jetzt so nicht. Das geht so echt nicht. Was haben wir hier? Können wir hier irgendwas? Haben wir hier gar nichts? Oh, nee. Können wir eigentlich... Oh, was ist das denn? Den Schlüssel, den brauchten wir, glaube ich, für den Helikopter. Ne? Wenn ich mich nicht täusche. Haben wir doch was gefunden, das ist gut. Kann man irgendwas aufmachen und dann können wir hier drunter kriechen, ne? Alter, das Monster kann doch jetzt nicht schon da sein. Wir haben doch gar alles angefangen. Können wir uns hier einfach reinstellen und tarnen? Mach mal auf. Okay, ich glaube, das Licht flackern ist einfach tatsächlich normales Licht flackern. Oh, ich habe jetzt echt vor jedem Licht flackern richtig Angst. Bin ich ganz ehrlich, ey. Soweit ich weiß, dass der Geist das Licht zum Flackern bringt, ey. Oh Gott, und die Geräusche, das kenne ich auch. Was? Mensch, fanden wir sonst auch solche gruseligen Geräusche? Scheiße. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir schon auf dem Deck mit den Kameras. Okay. Nee, nee, da wollen wir noch nicht. Ich werde erstmal hier unten alles durchforsten. Apropos Kameras. Und hier flackert das Licht. Alter, ist das jetzt Verarsche oder... Dass hier einfach überall das Licht flackert? Das kann ja nun auch nicht das Wahre sein, ehrlich gesagt. Wir trauen uns einfach und gehen jetzt einfach mal hier zum flackernden Licht rein. Ist mir egal. Und machen hier sowas von zu. So toll zu, wie noch nie gemacht. Tja, was bringt uns das, wenn wir das jetzt anmachen? Ach, hier macht es überhaupt nichts. Bringt uns überhaupt nichts. Aber wir machen hier das auf. Ein Smashable. Damit kann man sie ja vermutlich ablenken, ne? Vermutlich richtig. Oder kann man sie damit abwerfen? Weiß ich nicht genau. Ich dachte eigentlich, man kann das irgendwo hinwerfen. Dass das Monster dahin gelockt wird und man läuft selbst in die andere Richtung. Dafür hatte ich jetzt gedacht, ist das. Könnt ihr mir mal reinschreiben, ob das stimmt. Oder ob man die auch damit abwerfen kann. Ich traue mich immer nicht zu probieren, da bin ich ehrlich. Denn ich bin, wenn ich sie sehe, dann bin ich doch immer eher so in so einem kleinen Schock- und Wegrennen-Modus. Und nicht eben, ich werfe jetzt ein Glas auf die Modus. Ich bleib stehen und werfe ein Glas. Wohlgemerkt, ich bleib stehen, lass das Monster auf mich zukommen und werfe ein Glas auf es. Nein. Das, oh, guck mal, hier Benzin. Das brauchen wir für den... Also jetzt wahrscheinlich, weiß ich nicht, auch für den Heli brauchen wir auch Benzin, ne? Aber wir können da ja mit anscheinend auch... Feuer legen, sozusagen. Das anzünden und den Geist damit abfackeln. Oh, nee. Ja, wo ist denn die Kamera? Das ist die gleiche von eben, ne? Guck, guck. Ah. Wir gehen jetzt hier schnell rein. Machen zu. Was haben wir hier? Das Feuerzeug. Okay, also wenn wir irgendwo Benzin... Ah, guck mal hier fürs U-Boot. Oh, der Raum war gut. Aber hier können wir es nicht verstecken jetzt, ne? Okay. Oh, warte, wir gehen da mal kurz... Oh, wir können jetzt hier kurz... So, das dürfte uns jetzt gerettet haben. Hier ist die Toilette. Und hier ist die...
Na, Kitchen. Da wollen wir auch gleich nochmal rechts rein. Komm, Kamera. Hau ab. Hau ab, hau bloß ab. Meine Security ist hier. Okay. Auch akzeptabel. Ist natürlich, wenn... Wir müssen das Benzin irgendwo hinschütten. Vielleicht können wir das dann ja einfach so als... New Objective. Restore Power. Ja, machen wir jetzt. Dann haben wir es hier über Licht wieder, ne? Ach so, Gott, ich bin ein dummer Idiot. Ah, Licht. Ich weiß nicht, vielleicht hilft Licht ja auch gegen die Monster. Ich weiß es nicht, dann kommen sie hier nicht her. Oder sie kommen erst recht her und lockt sie an. Kein, weiß ich nicht. Aber mit dem Benzin, das müssen wir dann ja... Oder können wir das vielleicht auch, wenn wir die Blubberblasen von dem Schleimigen sehen, ne? Dann können wir da vielleicht einfach Benzin raufschütten und es anzünden. Oder wir schütten es davor. Und wenn es dann aus den Blubberblasen rauskommt, dann zünden wir es an. Irgendwie so. Oh nee, Kamera, mach doch nicht so. Wir wollen auch zu den Toilets gleich rüber. Aber die sind links, das heißt, wir müssen warten, bis er rechts ist. 5, 4, 3, 2... Und go. Machen die wieder zu. Das Licht flackert immer noch. Ich dachte, jetzt hätten wir es restored. Jetzt kann es natürlich... Oh, nice. Jetzt kann es natürlich sein, dass es jetzt der Geist ist. Hier ist auf. Wir haben den Geist. Wir haben den Geist. Wir haben erneut den Geist. Was wurde geschrieben? Der Geist ist immun gegen Feuer. Wenn ich mich echt entsinne, ne? Hattest du geschrieben? Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, der Geist ist immun gegen Feuer. Was haben wir jetzt gefunden? Benzin und das Feuerzeug. Und was kriegen wir? Das Monster, was immun gegen Feuer ist. Aber trotzdem will ich das gleich mal austesten. Ich möchte gleich mal irgendwo eine Benzinlache hinmachen und es... dann einfach anzünden und gucken, wie das funktioniert. Also wie auch der Ablauf ist und wie schnell das geht oder sowas. Wir haben also den Geist. Schön finde ich das nicht. Gehen wir raus oder gehen wir die Etagen weiter nach unten? Die Frage ist natürlich, was der Geist gerade macht. Die Kamera ist da. Hier flackert nämlich alles. Da kam er also. Oh, sorry. Sorry, sorry. Kamera, ich wollte nicht, dass du mich siehst. Also der Kerl kam da durch die Tür. Okay, das ist ja schon mal schlecht zu wissen. Entweder kam er da durch oder ist er durchweg. Jetzt sind wir schon auf der Bridge. Und für das Life Raft haben wir noch gar nichts gefunden, ne? Das ist natürlich so optimal. Wird ein ne, Smashables. Das Radio berühre ich nicht nochmal. Letztes Mal, als ich irgendwas in der Art berührt habe, ist hier richtig die Stimme ausgerastet oder irgendwas gerade. Ich habe ja eh keinen Platz mehr im Inventar, ne? Ne. Wo ich mache ja mal zu. Ich möchte einmal das mit dem Feuer austesten. Wenn wir jetzt hier das Ding abfackeln. Eben das Feuerzeug. Achso. Hä? Das, dann man kann das anzünden, das Benzin. Vielleicht muss ich noch ein bisschen weitere Spur ziehen. Oh! So geht das. Man muss gar nichts drücken, sondern man muss einfach es berühren mit dem Feuerzeug. Wahrscheinlich, jetzt weiß ich auch, man muss das Feuerzeug wahrscheinlich dann darauf schmeißen. Würde jetzt für mich Sinn ergeben. Also, wisst ihr, deshalb habe ich es ausgetestet. Denn wenn das Monster jetzt gekommen wäre, und ich hätte da probiert, URF oder linke Maustaste, probiert da
irgendwas anzuzünden. Nichts hätte geklappt, wir wären zerklatscht worden vom Monster. Deshalb habe ich es getestet. Dieses Mal können wir es eh nicht verwenden, weil wir den Geist haben, aber ich würde gerne das dritte Monster auch mal sehen. Bin ich ehrlich. Wir schmeißen es dann auf diese Benzinleiche drauf. Okay. Weiß ich Bescheid. Weiß ich Bescheid, weiß ich Bescheid. Den Schrank haben wir da aufgemacht schon, das ist gut. Hier geht's wieder downstairs. Gehen wir mal auf Bridge. Was haben wir hier noch? Ein Fuse. Oh, was ist da natürlich? Oh, können wir die lautlos weglegen? Nee, ne? Ich würde die gerne austauschen. Was ist das denn? Was ist das? Ich kann es nicht nehmen. Können wir denn einfach... Ja, weiß nicht. Wir haben ja auch nichts für hier oben, ne? Wir können ja auch nichts... droppen jetzt. Oder wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Das, die Taschen haben wir auf jeden Fall behalten. Wo Benzin und Feuer so können wir eigentlich weglegen, ne? Denn der Geist war ja immun. Wenn ich mich nicht täusche, dann können wir lieber das Ding, was auch immer es ist, mitnehmen. Eine Eieruhr? Die macht bestimmt ein richtig lautes Geräusch. Ob wir ihn anlocken können damit. Wo war unser... War hier... An hier war die Bridge. Wo war unser Raum? Oh Gott. Hier war unser Raum mit dem. Ja. Okay. Ich werde, wenn das losbrettert, dann können wir erstmal die Sachen wieder mitnehmen hier. Das hat die sowas von angelockt. Haha, lustig, okay. Das klingt der Geist ganz beschissen, dass das Ding da klingelt. Kann ich auch verstehen, ich wäre auch genervt. Kommt er jetzt zu uns oder nicht? Oh, aufregend. Ich hätte jetzt, auch wenn das nicht der Geist gewesen wäre, hätten wir was ganz Schlaues machen können. Aber das Monster töten kann man wahrscheinlich nicht, ne? Sonst hätte ich nämlich die Eier dahin geworfen, dann eine Benzinleiche hingemacht, gewartet, bis das Monster kommt zur Eieruhr und dann hätte ich die Benzinleiche angezündet, während es da hochkommt. Oh. Es hat eine Tür aufgemacht. Können wir die nochmal mitnehmen? Können wir die nochmal mitnehmen? Ne, die ist jetzt fertig, okay. War hier gerade was? Da, oh! Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee! Da flackert's überall, oh nee! Tür zu! Also wir haben... Das können wir jetzt mit dem U-Boot bringen, wenn ich es diesmal finde. Damit können wir den Helikopter starten. Oh, er ist hier drin! Oh, Chef, nee, nee, mach mal den anderen Schrank auf, bitte. Ja, ne, machst immer den, erst den anderen Schrank auf, ne? Ich glaube, wir hätten ihn nicht mit der Eieruhr hier nach oben locken sollen, wo wir noch hier sind. Wir hätten das irgendwo unten machen sollen, dass er in der unteren Ebene bleibt. Und wir uns währenddessen dann halt oben aufhalten können, in den oberen Ebenen. Tschüss. Noch flackert's. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal weitersuchen. Das wird das ja alles nichts. Hier flackert's noch. Oh, oh!
Oh Gott, 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 oh Gott. Da flackert's noch. Oh, wir hätten ihn echt nicht hier hochlocken sollen. Das war eigentlich dumm. Ich wollte es gerne ausprobieren, ne. Oh Gott. Ach, der Schrank ist neben uns. Der andere wäre auf der Seite. Um Gottes Willen. Alter, 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 Alter. Oh, bitte. Hau bloß ab. Wo ist die Tür? Hat er die Tür zerstört? Er ist nach rechts gegangen. Oh nein, er ist nach rechts ja irgendwo. Was hatten wir jetzt hier mit neu? Hatten wir nicht irgendeine Aktualisierung? Er geht weg. Er hat die Tür zerstört. Anscheinend. Scheiße. Wir müssen hier abhauen. Wir müssen sowas von in die unteren Ebenen düsen. Denn der ist jetzt anscheinend tatsächlich hier oben, in der, auf den oberen Ebenen. Und hier oben haben wir eh schon alles abgeklappert. Jetzt warte ich auch nochmal und guck, dass da hier nichts mehr flackert, ey. Wo geht's runter hier? Er ist in dieser Ebene. Das ärgert mich. Da wollen wir jetzt auch hin. Da wollen wir doch hin. Wisst ihr was? Dann gehen wir halt nach draußen. Tschüss, wir machen hier zu. Jetzt flackert's hier. Oh nee! Scheiße! Was habe ich getan? Wieso habe ich ihn hier hochgelockt? Hier flackert es jetzt nicht. Oh Gott, das ist ja richtig aufregend jetzt. Aber diesmal haben wir noch einfach gar nichts gefunden. Das ist natürlich schlecht. Das ist sehr schlecht. Wir gehen weiter nach unten. Dann kann er auf der Etage bleiben, solange er will, ist mir völlig egal. Wir gehen nach unten. Hier ist Ruhe. Hier ist Ruhe. Waren wir hier auf Deck 5 schon? Hier ist eine Kamera. Hier waren wir noch nicht. Nee, 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 nee. Smashable brauchen wir nicht. Oh Gott, er hat oben irgendwas aufgemacht. Haben wir hier irgendwas zum Verstecken? Zur Not? Nee. Nee, haben wir nämlich nicht. Haben wir nämlich nicht. Fuck, 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 fuck. Das hat uns aber auf dem Kieker, ey. Ah, doch nicht, oh Gott. Alter, das ist ja richtig. Ich will den Schleimigen zurück. Ihr habt mich ja schon vorgewarnt, ey. Der Schleimige war echt der Entspannteste. Der ist ja nur hinter einem her.